Moin und Metal, liebe Leute. Willkommen zu Part 4 dieses Teamspeak Discord Classics von 2017. Lasst uns nicht viel Zeit verlieren. Wir starten direkt da weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Ja. Genau, danke, Rainer. 3 Stunden, 33 Minuten, 25 Sekunden. Rainerle ist müde, Rainerle hat Schmerzen, Rainerle bannt. Weiter geht's. Ja, mache ich ja. Ich habe ja in letzter Zeit auch abgenommen, tatsächlich. Klar. Seit ich jetzt keine, meinen Hauptkanal nicht mehr mache, bewege ich mich auch tatsächlich viel mehr. Wer war denn das? Frage ich mich auch, wer das gerade war. Das ist, glaube ich, schon ein paar Mal vorgekommen. Ich weiß nicht. Also. Wer da das jetzt? Hast du nicht genug Eier in der Hose, um uns hier zu sagen, was Sache ist? Wenn dir was nicht passt, dann lass es einfach. Ja, ich möchte jetzt nicht petzen oder so, aber ich glaube, das hat beim Lecker aufgeleuchtet. Petze. Nein. Also es kann sein, dass es irgendwer gleichzeitig das gemacht hat, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass beim Lecker auch aufgeleuchtet hat. Dann weiß ich nicht, was das war. Vielleicht ist mein Mikro überempfindlich für Ja, das irgendwas kann und auch ich habe das Geräusch nicht da hat gehört. jemand gemacht. Ja, das habe ich gehört, aber ich habe nicht gesehen, wer das Ja, war. ich wollte jetzt auch gar keinen irgendwie an Pranger stellen, aber ich habe es halt Ja, beim ich Leck habe da das gesehen, gleich dass es gehört. aufgeleuchtet hat. Ja, weil bei mir war es, oder bei mir hat die gute, wie heißt sie? Amiga Bar, Ich oder wie war's das nicht, heißt? nein. Das hat bei mir eben aufgeleuchtet. Deswegen. Ich war's. An deiner Stelle, Rainer, da würde ich alle bannen. Alle in diesem Raum. Habe ich jetzt vorgehabt? Achso, ich wollte jemanden bannen. Ich habe nicht gesagt, dass das war's. Ich sagte nur, dass ich es aufleuchten sehen habe. Ich habe danach was gesagt, ja. Ja, Das Amiga. Schöne ist immer, dass die Leute Was? immer dann Eier in der Hose haben, wenn man nicht aufpasst. Bitte. Ach, Rainer, du mit deiner umgekehrten Psychologie, ne? Du willst doch ihn jetzt einfach nur bannen. Er wäre ja schön doof, wenn er sich jetzt verraten würde. Amirasia hat ja heute den ganzen Tag auf dich gewartet. Endlich hat sie dich erwischt. Ja, wirklich. Ich habe vorhin, da warst du ja auch online, irgendwann gegen 17 Uhr oder sowas. Da bin ich eingeschlafen für eine Stunde. Das war richtig bitter. Ja, Arme. Weiß nicht, wann genau das war. Mir wurde gesagt, dass du irgendwann hier auch aktiv warst. War mal Genau. kurz da, ja, aber ich war wirklich nur kurz da tatsächlich. Ja. Wirklich der Rede wert gewesen. War dann zwischenzeitlich auf dem anderen TS drüben und danach habe ich mich entschieden, spontan zu streamen. Was hast du gestreamt? Enslaved. Toll. Gutes Spiel. Kenne ich nicht. Auf Twitch, ja. Könnt ihr euch ja, wenn ihr wollt, nachschauen. Es wird, ist ja freigeschalten. Kann man nicht. Da hatte er noch einen Twitch-Account. Ja. Solange bis er es mit dem N-Wort ein bisschen zu wild getrieben hat. Höchstens im Nachhinein gucken. Ja, wenn ich sie freischalten lasse, ja. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung von Twitch. Einmal ist es abgebrochen gewesen, also kann sein, dass ein bisschen was fehlt, aber nur minimal. Also es ist auch direkt wieder online gegangen. Und es hat auch direkt funktioniert tatsächlich. Also bei, habe den Namen vergessen. Bei Limbo. Donau. Hitbox. Limbo hatte ich nicht das Problem. Da hatte ich das Problem, dass es alle paar Sekunden abgeschmiert ist, das Stream. Und das hatte ich jetzt aber bei Enslaved nicht tatsächlich. Hast du dir eigentlich mal den Nachfolger von Limbo angeschaut? Also Inside heißt das ja. Ja, Junge, jetzt hast du Pech, das habe ich nämlich jetzt gerade gesehen. Kletterbaum war's, oder? Ja, ich hatte gerade die Frage gestellt mit Nee, Inside. das war er, das war der oben drüber, der HWD. Na, endlich hat Rainer ihn gefunden. Meine Güte. HWID? Ja. Ja, da hatte ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Moin. Ja, deswegen bin ich der Admin hier. Ja, kennst du Inside? Das ist der Nachfolger von Limbo. Ja, habe ich gesehen. Habe ich leider nicht im Besitz tatsächlich. Aber ich habe es gesehen und ich wollte mir das auch kaufen tatsächlich.
Ja, wird er tatsächlich auch dann irgendwann streamen. Und teilweise bei den Rätseln total versagen. Aber ja. Ja, Also, ich habe das Spiel auch gespielt. Ist gut. Story ist ein bisschen merkwürdig. Ist halt Nachfolger von Limbo, wer es kennt. Muss man sich halt irgendwie so seinen eigenen Reim drauf machen. Ist aber trotzdem kein schlechtes Spiel. Ja. ich habe es mir schon in die Wunschliste gepackt. Okay. Ja. Wo streame ich derzeit? Twitch, oder? Ja, sollte das die Frage nicht beantworten? Man kann auf YouTube streamen. Ja. Die Vorteile sind bei Twitch, dass man auf Twitch, dass Twitch eine Plattform ist, die für Streaming geeignet ist. Da lobt der Twitch noch. Ne? Später wird er Twitch verteufeln und als eine der schlechtesten Plattformen darstellen, die es überhaupt gibt. Es ist eine Streaming-Plattform. Stimmt. Und YouTube nicht. YouTube ist eine Videoplattform. Ja, YouTube wird aber deine Hauptstreaming-Plattform werden, lieber Rainer. Ja, das hat aber das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Na klar, gibt ja YouTube Gaming jetzt. Ja, das kann man auch machen, aber ich bin ja nicht bei YouTube Gaming, ich bin bei YouTube. Ja, aber wenn du bei YouTube streamst du auch automatisch bei YouTube Gaming. Echt? Ja, Habe YouTube ich nie Gaming ausprobiert. ist einfach nur eine bessere Übersicht. Das hat auch einen besseren Chat und bessere Moderationsmöglichkeiten. Ja, bei YouTube, bei Twitch hast du halt zum Beispiel den Vorteil, du hast bei YouTube und bei Twitch den Vorteil, du kannst Alerts einblenden. Bei YouTube hast du aber das Problem, dass du eine Videobeschreibung reinmachen kannst und reinmachen solltest. Das Problem habe ich auf Twitch nicht. Vorteil, den ich bei YouTube sehe, den Vorteil, den ich bei Twitch sehe, ist, dass ich das Spiel ganz genau angeben kann und halt auch noch ein bisschen was dazu schreiben kann, wie User jetzt joined your zum Beispiel channel. ein episches Spiel hat es jetzt geheißen. Aber du Ich hast bei sehe bei YouTube eine größere Reichweite, oder? Für Streaming, das wäre nämlich auch einer der Punkte, würde ich mal sagen, fast sogar nein. Ich habe halt meine Reichweite, die ich auf YouTube selber habe, habe ich halt klar, die nehme ich mit. Aber ich poste ja normalerweise auf Twitter auch, wenn ich auf YouTube streame und auch wenn ich auf Twitch streame. Und dementsprechend kriegen das die Leute halt auch da mit. Mensch, wie viele Social Media und andere Plattformen er dann noch hatte, bevor er von allen weggebannt wird, außer YouTube. Und Was den Stream hast du? Reichweite ist halt immer sehr subjektiv in dem Bezug. Also es kann sein, dass YouTube da eine größere Reichweite hat, aber da Twitch halt eher die Streaming-Plattform ist, sind halt die ersten, wenn man sagt, man streamt erst einmal auf YouTube, erst mal auf Twitch und schauen erst mal auf Twitch zu oder wollen auf Twitch zuschauen. Außerdem hast du auf Twitch halt auch extrem viel Reichweite und da sind halt noch mehr Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, die aber halt, wenn du eine größere Reichweite hast, dich leichter finden. Ne? Und dementsprechend halt vielleicht sogar neu zu dir kommen und auf dich stoßen und dann vielleicht auch deine YouTube-Videos anschauen. Das ist alles, das hat alles was mit Strategie zu tun. Ja, du alter Stratege, Rainer. Das ist doch nicht subjektiv, dass Twitch die größere Streaming-Plattform ist, oder eine größere Streaming-Plattform als YouTube. Das ist doch Fakt, hätte ich gesagt gehabt. Ne? Marketing und so weiter, wenn man so möchte. Ja. Also, ich mache das schon, ich habe das schon bewusst so gemacht. Es wird definitiv den ein oder anderen Stream auf YouTube Gaming geben. Ich will ja zum Beispiel, ich will ja zum Beispiel, wenn ich eine gute Verbindung habe und endlich mal richtig streamen kann mit guter Verbindung, will ich zum Beispiel endlich mal, was Na. will ich da streamen? Wartet. Zelda. Brutal Legend will ich da mal Ah, streamen. Gute Qualitäten alles habe. Was hältst du eigentlich von diesen Nicht Relay-Streams? unbedingt. Ich will morgen nochmal versuchen, ob das mit dem Streamen jetzt wieder besser hinhaut. Und wenn es besser hinhaut, dann will ich demnächst mal einen Spenden-Stream machen und schauen, ob ich es vielleicht hinkriege, dass ich dann vielleicht genug Geld einnehme, dass ich halt von heute auf morgen quasi die Internetverbindung einrichten lassen kann und den neuen Router bekomme. Und dann hat sich die Sache nämlich sofort erledigt, dann geht es nämlich richtig rund.
Diese Spendenstreams, ne? Erinnert ihr euch noch an den Spendenstream für seine Stromlos-Staffel? Wo irgendwie 200 oder 400 Euro, ich weiß gar nicht mehr, zusammengekommen sind. Und statt das an seinen Stromanbieter zu überweisen, ist er nach Nürnberg gemeldet, hat sich sechs Spielzeug dafür gekauft und hatte plötzlich auch ein neues, wie heißt es? Keyboard? Ja, doch, Keyboard. Ein Keyboard hatte er. Das hält sich nämlich. Entschuldigung. Dann wird nämlich jeden Tag gestreamt. Wenn ich nach meiner Erfahrung gehen darf, dann würde ich fast sagen, ja, es könnte gut hinhauen. Es kommt halt darauf an, was ich spiele. Es kommt darauf an, wie lange ich spiele und so weiter und so fort. Es kommen halt viele Faktoren zusammen und sowas, so ein richtiger Spendenstream. Das ist ja in Anführungszeichen, ist es ja gar nicht so viel. Ist klar, es ist eine Menge Geld. Aber es ist ja nicht so viel, was ich dafür brauche. Jeder Euro, der dir gespendet wird, Rainer, ist einer zu viel. Du hast den Wert des Geldes nie erkannt. Oder auch den Wert der Schanze hast du nie erkannt. Weil dir alles in den Arsch gerendert wird. Na? Du kriegst alles geschenkt. Wirklich. Und alles lässt du verkommen. Unfassbar. Was du schon alles im Leben bekommen hast, einfach so. Es ist unglaublich. Und dann, aber gut, alles, was du bekommst, machst du auch irgendwie kaputt. Das ist auch irgendwie ein Naturgesetz bei dir. Und letzten Endes muss man halt überlegen, wie man es anstellt. Also sowas muss halt ein bisschen geplant werden. Sowas ist jetzt nicht einfach so, ich gehe hin und streame und frage halt nach Spenden. Doch, genauso wird es passieren. Sondern ich muss es halt schon irgendwie hinbekommen. Klar. Also, ouch. Für den Anfang so 10 Stunden, eventuell. Ach, hier meine Strichliste. Letztes Mal waren es tatsächlich nur 2. Dieses kurze Autsch, ich weiß nicht, ob ich das dazu zählen soll. Ach, ich bin mal nicht so. Lassen wir ihm das. Eventuell, also das liegt wirklich aber auch noch auf der Kippe, eventuell 10 Stunden oder vielleicht auf 12 Stunden erhöhen, das kommt dann drauf an, wie es läuft. Aber da lege ich dann wahrscheinlich ein Kriterium fest, wenn ich bis zu dem und dem Zeitpunkt so und so viel Geld erreicht habe, dann streame ich noch 2 Stunden weiter oder so ungefähr. Aber das sage ich auch nicht öffentlich, weil sonst heißt es hinterher wieder, ja, du bist nur wegen Geld und bla und überhaupt und sowieso. Sondern ich entscheide für mich spontan, ich habe jetzt die und die Marke erreicht. Und dann heißt es halt, ich streame jetzt noch ein bisschen weiter als Belohnung oder so. Als Belohnung. Ja, wie großzügig du doch bist, Rainer. 24 auf keinen Fall, weil 24 wird kommen, aber erst wenn ich die Ding habe, die Partnerschaft und erst wenn ich die, also als Partnerschaft, als kleines Dankeschön an Twitch und so weiter und und außerdem möchte ich für den 24-Stunden-Stream die 100K-Leitung haben, dass ich auf der sicheren Seite bin. Gute Qualität, guter Stream und so weiter und so fort. Spoiler. Die Partnerschaft wirst du nicht bekommen. Möchtest du so einen Special-Stream machen für den Spenden-Stream? Kannst du irgendwas Besonderes machen oder spielst du ihn einfach? Ja, mit? Ja, klar. Nee, 24-Stunden-Stream wird wahrscheinlich eine Mischung aus in Real Life sein. Den Spenden-Stream, der jetzt kommt. Ich meine, 24. Ach, der jetzige. Ich rede von dem, ich habe jetzt von dem 24 geredet. Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich da eine Mischung aus in Real Life und aus Ding mache, ähnlich wie bei dem 24-Stunden-Stream, den ich geplant habe. Aber ja, das wird sich ergeben, denke ich. Aber den hast du jetzt auch schon seit Jahren geplant. Was? Ach, schon seit Anfang von Juni hast du davon geredet. Was hab ich schon seit... Ja, Rainer, wovon redest du denn die ganze Zeit? Von diesem verdammten 24-Stunden-Stream. Von was denn sonst soll er denn reden? Von den 24 Stunden. Wenn du das jemals machst, wenn du gibt, 24 es gibt... Stunden durchziehst, donate ich dir 500 Euro. Verspreche ich dir. Das glaube ich natürlich auch sofort. Ja, mach es doch einfach. Du hast doch nichts zu verlieren.
zieh doch einfach diesen 24-Stunden-Stream durch und dann kannst du ihn ja immer noch dran festnageln. James, die Sache ist, die Sache... Und dann kann Drache ja den Platz hier... Richtig. Und dann macht er den 24-Stunden-Stream. Genau. Die Sache ist die, ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, dass ich den 24 durchziehen möchte, allerspätestens dann, wenn ich auf Juno Partner bin oder wenn ich den 24K habe. Ich bin bei Juno zwar Partner gewesen, aber das ist ja immer das Problem gewesen, dass der Stream immer wieder abgekackt ist. Und bei Juno, 24 Stunden Juno zu machen, fand ich irgendwie ein bisschen strange, weil, naja, man konnte halt nicht wirklich viel reißen, weißt du? Und ja, einfach nur rumhocken und rumlabern, da geht sogar mir irgendwann der Stoff aus und jetzt will schon was heißen. Das mit dem 24-Stunden-Stream hast du mir übrigens zu verdanken. Ich habe nämlich damals mal geschrieben, da hast du ja 12-Stunden-Stream machen wollen oder hast mal davon gesprochen. Dann habe ich geschrieben. Hast du gar 10 Stunden oder was gemacht? Und seitdem ist das im Gespräch gewesen. Toll. Den 12 habe ich ja damals, den 12 habe ich damals ja sogar, habe ich ja damals sogar gemacht. Ich glaube, 10 oder was habe ich damals gemacht. Ja, genau, und da habe ich das auch geschrieben. Und da waren. Und da waren aber vorher irgendwie schon mal 2 Stunden, war ich da vorher irgendwie schon mal online. Also waren es mehr oder weniger 12. Die waren halt nicht ganz zusammenhängend, aber das auf Junau ist auf jeden Fall eine Katastrophe gewesen. Da würde ich, bei Junau habe ich wirklich ein bisschen Probleme. Wenn ich Junau noch hätte, dann wäre das... Ja, aber wenn ich Junau noch hätte, dann hätte ich das locker zahlen können mit dem neuen Internet. Dann wäre das bereits erledigt. Finanziell natürlich attraktiv, aber von der Plattform her echt scheiße. Ja, ich fand es auch immer strange irgendwie. Ich bin eigentlich da drauf gekommen, es waren Leute da, die hatten 300, 400 Zuschauer. Ich komme online, habe instant 700 Zuschauer und denke mir, was zur Hölle, bin einfach mal auf Platz 1. Naja, wenn man bedenkt, wie der Stream bei mir... Du hast dich aber auch die ganze Zeit nur aufgeregt in diesen Streams. Ne? Hast Leute beleidigt, dich über Juno beschwert und so weiter und so weiter. Du warst auch einfach zu triggern. Mir abging, das glaube ich durchaus, dass es richtig war. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich auch auf Hitbox später teilweise 300 bis 500 Zuschauer hatte. Und das dann halt auch wieder Gaming war und alles ist so. Ja, weiß auch nicht. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir noch irgendwas zu essen mache. Autsch, mein Bauch. Ja. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Rainer, mit deiner Gallenblase. Aber das weißt du ja noch gar nicht, dass es die Gallenblase ist. Ey, ich werde jetzt noch eine rauchen und dann werde ich mal pennen. Lungenbrötchen. Du kommst jetzt erst mal vorbei und streichelst meinen Bauch, dass es mir besser geht. Ekelhafte sexuelle Anspielung. Punkt. Nee, meine Abby. Falsch, meine Abby. Nope. Ey, wir haben 4 Kinder zusammen, also halt bis die Goschen, ne? Hätt's aber gern. Du würdest lachen. Ich hab fast einen Monat oder 2 Monate nichts gespürt danach. Also am Anfang, klar, hatte ich ein bisschen Schmerz, das war ja eine richtige Schiffwunde und alles. Aber ich hab das erst nach einem Ereignis gespürt. War, als ich mich körperlich ein bisschen eher angestrengt habe. Da danach hatte ich das in der Nacht oder 2 Nächte danach hatte ich dann diese Schmerzen. Bin mitten in der Nacht aufgewacht, irgendwann um 3 oder was oder 2 mitten in der Nacht. Ey, ich habe gemeint, ich sterbe. Boah. Geh zum Arzt, Rainer. Ah, und hier übrigens meine Sprechliste. Weiter geht's. Unglaublich krank. Habt ihr mitbekommen, dass Boneclings endlich auf Twitch gesperrt wurde? Nice, warum? Wegen seinen Videos, die haben nicht der Community, also seine eigene Community hat quasi seinen Channel gesperrt. Er wurde so oft gemeldet, dass Twitch da entschieden hat, dass der Kanal weg soll. Warum denn? Weil er seine Streams aufnimmt und hochlädt oder was? Ja, das ist anscheinend auch so eine Grauzone, was der da macht. Also. Ja, korrekt. Sorry, also mittlerweile haben sie sich jetzt wahrscheinlich dazu entschieden, dann das runterzuschalten. Aber der wurde doch wieder freigeschaltet, oder? Meine ich. Also er wurde tatsächlich mal gesperrt. Aber wurde er nicht danach wieder entsperrt?
Oh Mann. Ich verfolge diesen ganzen Blödsinn gar nicht. Boah, ich nee, hab den ich vor 2 Jahren oder so, habe ich den, wo das angefangen hat, habe ich den mal auf Twitch gefollowt und da habe ich da letztes Mal wieder reingeguckt und dann habe ich gesehen, dass jetzt sein Kanal. 2 Jahre? Zwei Jahre her. 2 Jahre, da hatte der, boah, wie viele Zuschauer hatte der da? 12, 13 auf Twitch? Ja. Ich verfolge gerne mal so amerikanische Streams oder so und auf Twitch grind ich dann immer da so bei Leuten, die wenig Zuschauer haben. Und bin ich auf Bond gestoßen, bevor das Ganze losgegangen ist quasi. Also kurz davor. Fand das witzig. Ich habe ja mit dem Kilian, also mit dem Tanzverbot, öfter mal Kontakt. Der habe ich auch schon mal geredet. Das ist ziemlich cool. Ja, und ich quatsche mit dem ja öfter. Ich habe ja auch sein, also ich schreibe mit dem ja auf Instagram und alles, ne? Du und, Fame Lord. Und das fand ich so witzig, der schreibt mich das so an und meint so, ey Alter, du hast doch gesehen, dass ich ein Bild mit dem Boneclicks gemacht habe, oder? Habe ich gesagt, ja, du hast mir ja auch gesagt, dass du hingehst. Wusste ich ja vorher. Ja, schau mal unter das Bild. Was ist da drauf? Lauter Kommentare. Drache wird dich jetzt haten. Oder du wirst jetzt von. Wirst jetzt, Drache, du bist ein Drachenhater, bla. Du bist mit Boneclicks befreundet und das ist ein Feind von Drachenlord und bla. Und ich denke mir so, was zur Hölle? Schreiben an. Alter, was geht denn mit denen ab, Alter? Was ist mit denen denn richtig? Ja, die glauben jetzt, ich bin ein Hater. Habe ich gesagt. So bescheuert oder tun die nur so? Die wissen schon, dass wir beide. Dass ich wusste, dass du dahin fährst. Ja, ein paar haben es mitbekommen, hat aber den Rest nicht interessiert anscheinend. Ja, sind sie alle abgegangen. Von den Drachenhater. Sind sie alle abgegangen, weißt du schon. Denke mir so, YOLO? Oh Mann, Rainer, was denkt der eigentlich, was YOLO bedeutet? Wusste, dass er hinfährt? Tanzverbot geht jetzt genauso schnell, wie er kommt. Der hat jetzt schon 15% Abfall von seinen Klicks und Abonnentenzuwachs. Naja, der Abonnentenzuwachs ist normal, dass irgendwann zurückgeht. Ja, aber auf YouTube kommt es auf die Reichweite. Klicks kommt immer drauf an, was für Content man bringt. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe eine lange Zeit einfach nur den Content gebracht, von dem ich wusste, dass der Klick technisch geht. Wenn das Video kommt, an dem ich jetzt arbeite, an dem sitze ich ungefähr, wenn es fertig ist, und wenn es wirklich kommt, saß ich an diesem Video etwa 100 Stunden und das ist kein Scheiß. Aber klar. Ist es zufällig der neue Teil von 4 Drachen und der Metal? Das wird nicht nämlich echt sein. Ach Mann, Leute. Nein. Ja, was, Rainer, was hattest du denn jetzt erwartet, was die Leute machen? Dass sie jetzt das einfach so stillschweigend hinnehmen oder was? Natürlich fragen die da zurück und nach. Mensch, Reinerle. Es gibt sowas nicht mehr und es wird auch sowas nie wieder geben. Ich habe zwar eine Folge soweit vorbereitet und ich habe sogar schon aufgenommen dafür tatsächlich, also schon Folgen, wobei ich wahrscheinlich Drachen Games nochmal ein bisschen aufnehmen müsste eigentlich, weil sein Part irgendwie der beknackteste war. Weil ich da einen Fehler gemacht habe bei der Aufnahme. Das ist doch aber ein bisschen beknackt zu sein, oder? Du bist auch beknackt. Danke fürs Gespräch. Nein. Erstens mal ist der beknackte Charakter Drachenlord und nicht Drachen Games. Zweitens hat es eine mit dem anderen nichts zu tun. Beknackt war damit gemeint, dass ich im Hintergrund einen Sound laufen habe lassen, von dem mir im Nachhinein gekommen ist, dass ich das eigentlich hätte audiotechnisch im Ding einfügen müssen. Und den Rest der Zeit eigentlich gar nichts hätte machen müssen. Mhm. Die Sache ist die, ich denke, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auf 1000 verschiedene Arten denke. Und wenn ich ein Video mache, ist es genau das Gleiche. Ich denke an fast jede mögliche Sache. Zum Beispiel habe ich darüber nachgedacht, wenn ich da sitze und ich da Licht habe, muss ich auch überlegen, ob der Schatten irgendwo im in anderen Bild, wo nebendran irgendwie ist, zu sehen ist. Klar, Rainer, was du dir diese Gedanken machst. Das sieht man auch am Endprodukt, diese Qualität, die da rauskommt. Dass man glaubt, dass da wirklich jemand sitzt. Hm. Lauter solche Kleinigkeiten halt. Und wenn ich da, da ging es darum, dass Drachen Games auf der Couch sitzt, wo ich gerade sitze, und nebenher Zelda zockt, während er mit Drachenlord, der am PC sitzt, redet. Und da wollte ich den Sound von Zelda halt im Hintergrund ein bisschen laufen lassen, damit man halt weiß, es geht ums neue Zelda Breath of the Wild, wo das spielt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das wird YouTube geclaimt dann. Wegen Content-Rechten. Es ist halt da, es geht halt dann letzten Endes darauf hinaus, dass der
dass halt der Sound so nicht funktioniert. Hm. Glaube ich zumindest. Ich habe das noch nicht, angeschaut. Jetzt setze ich mich erstmal richtig hin hier. Mach. Und das wird dann halt nur noch auf deiner Datenbank bleiben und niemals veröffentlicht werden. Wenn ich es nicht vorher lösche, ja, mal schauen. Oder denkst du, es gibt vielleicht noch irgendwie in, keine Ahnung, 5 Jahren so Drachenlord Lost Tapes Sachen, die du dann nochmal vielleicht hochlädst, die du noch von früher hattest? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wenn ich wirklich mal irgendwann weitermache und wenn es wirklich ins Projekt Phoenix überschlägt, dann wird es sowas vermutlich nicht mehr geben. Warum geht's denn was? Du hast doch gesagt, Projekt Phoenix ist komplett abgesagt. Wieso fängst du denn jetzt schon wieder damit an? Was heißt Projekt Phoenix? Projekt Phoenix beinhaltet zuallererst einmal die Löschung meiner gesamten Videos und ich meine gesamte Videos. Und dann? Und würde quasi bei null anfangen. Das heißt auch übrigens, das beinhaltet auch Abonnenten-Specials, das beinhaltet auch das beinhaltet halt wirklich jedes einzelne Video. Ist kein großer Verlust, Rainer. Alle Videos sind auf Drachenchronik gespeichert. Ob es gelistet ist oder nicht, was kaufe ich mir davon? Was erhoffst du dir davon? Ach so, gar nichts. Was für eine Antwort, gar nichts. Ja, Rainer, irgendeinen Nutzen wirst du ja wohl daraus ziehen wollen, ne? Einfach komplett bei null starten. Warum löschst du dann nicht deinen Kanal? Das ist eine gute Frage. Mann, Alter. Ja, was, Mann, Alter? Ist doch eine ganz normale Frage. Du kannst doch darauf antworten. Warum bist du denn jetzt schon wieder so eingeschnappt? Weil mein Kanal mir heilig ist, selbst wenn er keine Videos mehr hätte und selbst wenn er keine Abos mehr hätte. Diesen Kanal, das ist der allererste Kanal, den ich jemals gemacht habe. Toll. Davon abgesehen, weil die Videos schlicht und ergreifend scheiße sind, waren sie schon immer und haben mich auch schon langer Zeit immer abgefuckt. Und als ich angefangen habe, mich zu verbessern oder versucht habe, mich zu verbessern, haben sich die Leute darüber abgefuckt und habe ich das wieder gelassen oder wieder anders umgesetzt und habe dann wieder versucht, eher auf Klicks zu gehen, eine Zeit lang. Wie auch immer. Muss einfach machen, ja. Ja, und genau das würde ich damit auch machen. Letzten Endes würde es außerdem darauf hinauslaufen, würde ich meinen Hauptaccount löschen, ist mein Gaming-Kanal auch gelöscht, weil das ist im Prinzip ein Kanal. Weil wenn du einen Kanal hast heutzutage, kannst du ja noch einen Kanal aufmachen und noch einen Kanal aufmachen, bis zu 4 Stück, glaube ich, gehen. Ganz so. Kann sein. Genau, und genau das ist nämlich bei meinem Gaming-Kanal der Fall. Mein Gaming-Kanal ist ein gesplitteter Kanal von meinem Hauptkanal. Bloß ein anderer Name und ein neuer Kanal quasi, aber kein neuer Account. Der gleiche Account wie vorher. Ja. Ich habe nicht Pause gedrückt. Läuft einfach nicht ganz. Der Zustand ist sogar. War irgendeine Frage von einer Stimme, die rausgecuttet wurde. Warum auch immer. Weit besser, als er jemals war mit der Größenordnung. Wegen der Reichweite? Wegen der Community. Klar, es sind immer noch viele Idioten dabei und so weiter, aber es kommt in dem Fall auch die Community des Gaming dazu. Und weil ich dem Projekt hier eigentlich keine Hater erwähne, weil es halt keinen Grund gibt, sie zu erwähnen, weil es ja ums Gaming geht, hat sich... Ach, Rainer. Der Hate wird weniger. Der Hate wird ignoriert. Ne? Das ist auch echt ein roter Faden, der sich durch alle deine Aussagen zieht. Die ganze Sache halt anders entwickelt oder entwickelt sich auch anders. Und die Hater haben halt keinen Halt, an dem sie sich festhalten können. Und das ist halt der Vorteil, den ich da habe. Genau das ist nämlich das Ziel von Projekt Phoenix, wenn ich mal Projekt Phoenix starte und wirklich alles lösche und dann die ersten Videos mache. Es soll ab diesem Zeitpunkt kein einziges Video geben auf meinem Hauptkanal, in dem ich rumbeleidige, in dem ich rumschreie, in dem ich irgendwas in die Richtung mache. Es sollen hochwertige Videos werden, in denen ich entweder mich hinsetze und über ernste Themen spreche. Nein. Wird nie passieren.
Und das weiß er selber wahrscheinlich auch. Deswegen hat er Projekt Phoenix auch nie gestartet. Also Projekt Phoenix, alleine der Name, ne? Nee. Das wäre doch nie was geworden. Also nicht ein Video, in dem Rainerle nicht beleidigt und nicht die Hater erwähnt. Das wäre doch am ersten Stream einfach nur gescheitert. Ganz einfach. Nach Möglichkeit vielleicht sogar mit einem Skript und dann wahrscheinlich werden die dann auch brutal geschnitten sein. Wirklich. Ja, machen, Rainer. Mach doch einfach mal. Du redest immer so viel von deiner Qualitätsoffensive. Du redest und redest, aber machen tust du nie was. Ne? Ferkelst du irgendwas hin, nennst das Arbeit, weil du da 10 Stunden ja deine Grütze produzierst. Ne? Aber das ist doch keine Arbeit. Nicht mit richtigen Cuts drinnen, wirklich vielleicht teilweise Cuts nach so 2, 3 Sätzen oder was. Dass es halt wirklich nach einem richtig professionellen Ding aussieht. Und entweder das oder es soll dann so Kurzfilme geben, wie zum Beispiel die Sache, was ich gerade angesprochen habe, mit Drachenlord, meiner Wenigkeit als Person und Drachengames EP. Mit so ein bisschen kleinen Fun-Talk-Zeug. So habe ich zum Beispiel mich, der ganz am Anfang vom Video pennend im Bett liegt, dann weckt der Klingelton, schau aufs Handy. Was? 17 Uhr abends, hau das Handy weg und dreh mich nochmal um und penn weiter. Als Joke halt quasi. Und dann, Das war der Joke? Wo war denn da der Joke? Die Uhrzeit ja, muss 13 Uhr sein. Nee, 17 Uhr ist. Achso. Absichtlich. Und, Gut, ich gehe jetzt erstmal schlafen, ich bin echt müde. Gute Nacht. Ade, bleib schön. Oh, dieses Ade bleibt schön, ne? Gott sei Dank hat er sich das abgewöhnt. Von mir. Na, ja, sicher. Nacht. Und Nacht. Und dann, User joined your channel. Meine Community ist fast überall ziemlich scheiße, aber auf dem Gaming-Kanal kommt halt ein Teil der Community dazu, die halt mich durch meine Größenordnung mittlerweile kennen, aber die halt nicht gänzlich auf Hater aus sind. Also es gibt halt da genug mittlerweile, die halt auch einfach das Gaming anschauen wollen, mich im Gaming halt oder mich halt im Spiel oder so. Nee. Dein Gaming ist utopisch langweilig. Da passiert einfach nichts. Und wenn man sich dieses Spiel also oder sich für dieses Spiel wirklich interessiert, dann lernt man es bei dir, Rainerle, ganz bestimmt nicht kennen. Denn Story-Spiele, die du spielst, da klickst du einfach nur die ganzen Kommentare oder die ganzen ja, Dialoge einfach so weg. Da kommt überhaupt kein Feeling auf. Ich spiele ja auch vor allem Spiele, die jetzt nicht jeder spielt, wie zum Beispiel die zukünftigen Projekte sollen ja jetzt dann doch noch Divinity sein, was ich jetzt endlich hochladen will. Das haben nicht so viele Leute gemacht. Bei Divinity wird es ja Divinity Ego Draconis und Divinity Flames of Vengeance sein. Also auch etwas, was dann, wie gesagt, beides nicht so sonderlich häufig kommt. Ist Divinity nicht ein tatsächlich ein sehr storylastiges Spiel? Divinity. Ja, oh Gott. Ne, das wird doch nie was, Rainerle. Nie im Leben. Ja, das sind alles Spiele, die du vorher schon mal durchgespielt hast, oder nicht? Wenn? Dann. Ich finde, ein Let's Play ist ein Let's Play, weil man das Spiel von vorne bis hinten durchspielt und den Leuten zeigt, wie man etwas löst, was man lösen kann und vielleicht gegebenenfalls, was ich in vielen Spielen habe, sogar eventuell alternative Lösungswege bei dem einen oder anderen Rätsel. Alternative Lösungswege, ja, sicherlich. Die meisten Rätsel, die du da lösen willst, die löst du mit Hilfe des Internets. Ne? Sieht man. Merkt man. Und
alles andere, was man so zusammenschneidet, irgendwie Minecraft, diese ganzen Minecraft-Videos sind eigentlich, mal abgesehen von so Sachen wie Gronkh, wo er wirklich von A bis C durchrennt und wirklich alles halt macht, von Haus bauen über was weiß ich, diese ganzen Online-Server-Sachen, das ist ja alles kein Let's Play mehr, das ist alles Gameplay. Und Blindspiele sind für mich einfach nur noch, ich schaue ein Blindspiel nur an, wenn ich ein Spiel nicht kenne und wenn es mich interessiert. Einfach weil ich halt wissen will, wie es im Spiel weitergeht oder was man im Spiel machen kann und so weiter. Das ist eigentlich für mich eher Unterhaltung als Let's Play schauen. Wenn ich ein Let's Play soll für mich informativ sein. Es muss lustig sein und es soll informativ sein. Und manche Let's Player schaue ich einfach nur an, weil sie lustig sind. Andere Let's Player schaue ich nur an, weil sie in bestimmten Spielen an bestimmten Punkten weiterkommen und ich an dieser Stelle eben gefailt habe. Oder vielleicht sogar, weil sie alternative Lösungswege für verschiedene Aufgaben und Rätsel und Lösungen haben. Ja. Und du schaust sie dir an, damit du sie 1:1 kopieren kannst. Ne? In deinen Let's Play-Videos dann. Und das ist der Grund, warum ich Let's Plays eigentlich schaue. Jetzt. Unterhaltung steht da eher an dritter Stelle. Mhm. Ade, bleib schön. Och. Mann. User joined your channel. Diese Verabschiedung ist auch wirklich. Also, dass ihm doch nicht mal jemand sagt, dass die schlimm ist. Ne? Das. Ja, das stimmt. Drück dich mal. Was? Moment mal. Keine aktuellen Spiele. Also aktueller als Zelda geht ja gar nicht. Ja, aber der Hype ist auch schon wieder rum. Oh, hast du gerade Zelda beleidigt? Schwerer Fehler. Das ist mir ehrlich gesagt. Boah, Leute. Warum glaubt ihr eigentlich immer, dass es einem YouTuber nur darum geht, wie gut die Leute es finden? Mir geht es nicht darum, dass ich der geilste YouTuber ever bin. Mir geht es darum, dass ich etwas spiele, was mir Spaß macht. YouTube ist für mich letzten Endes, und es war nie anders, YouTube ist für mich ein Hobby. Und ein Hobby mache ich, weil es mir Spaß macht. Das dreht er sich aber auch echt gerne so, wie er es gerade haben will, ne? Manchmal ist es ein Hobby. Zum Spaß und Zeitvertreib. Und dann wiederum ist es Arbeit, die er tätigen muss. Ne? Rendern, schneiden, hochladen. Ja, bisschen falsch, aber egal. Je nachdem, wie er es gerade gerne hätte. Und nicht, weil ich so und so viele Leute dabei habe, die mir zuschauen, so und so gehypt werde oder sonst was in die Richtung. Dafür redest du aber sehr oft über Klicks und Abozahlen, Rainer. Ich spiele etwas, weil es mir Spaß macht. Und ob ich jetzt ein Spiel spiele, das extrem gehypt wird, oder ein Spiel spiele, das überhaupt nicht bekannt ist, das ist mir furzegal. Ich hab's auf über 10.000 auf meinem Gaming-Kanal geschafft. Ja, warum erwähnst du denn diese 10.000, wenn dir das doch so egal ist? Teilweise wegen meinem Hauptkanal, teilweise wegen meinem Gameplay oder meinen Games, die ich spiele. Und im Gegensatz zu den meisten anderen, die 10.000 Abonnenten haben, habe ich so gut wie kein Minecraft auf meinem Kanal, wenn überhaupt. Also von daher, du hast das persönlich nicht schlimm. Du hast gerade erzählt, dass du das eben alles YouTube immer wegen Hobby machst, also ohne Ausnahme. Nicht immer, ich sagte viel. Es ist für mich ein Hobby. Es war für mich ein Hobby und es ist für mich ein Hobby und es wird es auch immer bleiben, vermute ich mal. Ja, genau, aber du hattest ja vorhin erzählt, dass du auch eine Zeit lang auf die Klicks geachtet hast, aber ist das da dann... Auf dem Hauptkanal, nicht auf dem Gaming-Kanal. Auf dem Gaming-Kanal war eine große Zeit lang, sogar meine gesamten Videos waren da eine sehr lange Zeit ohne Monetarisierung. Ich habe eigentlich das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre habe ich die ersten zwei Jahre fast, ich habe fast nur Videos hochgeladen, die nicht monetarisiert, oder ich habe gar kein Video hochgeladen, das monetarisiert wurde. Ich gab damals auf meinem Hauptkanal keine Monetarisierung. Gab's nicht. Hättest du dem Zeitpunkt erst die allgemein auf YouTube noch gar nicht. Was? Vor zwei oder vor vier Jahren? Du hattest letztens erzählt, dass dein erster Kanal vor 7 Jahren aufgemacht wurde. Da gab's noch keine. Ja, mein. Erst 2014. Wenn du keine Ahnung hast, tu mir den Gefallen, lass es bleiben.
Oh Mann. Ich habe 2011. Ich bin YouTuber, ich kenne das zufällig ein bisschen besser als du. Tut mir leid. Ich habe 2011 mit YouTube angefangen. Damals gab es die Monetarisierung schon, aber nur für User, die eine bestimmte Größenordnung erreicht hatten. Ich weiß nicht mehr, ob es 23.000 Abonnenten waren und eine bestimmte Aufrufzahl, ich weiß es nicht. Aber es gab schon die Monetarisierung. Und die Monetarisierung für alle frei war fast exakt ein Jahr später, und zwar etwa im August 2012. Denn ich habe damals meinen ersten Gaming-Account 2012 gegründet, und zwar exakt am 1.8.2008. Woher weiß ich das? Ganz einfach, ich habe am 2.8. Geburtstag. Etwa einen Monat oder zwei Monate später, im September, Oktober müsste es ungefähr gewesen sein, habe ich zufällig mal in die Einstellungen geschaut und festgestellt, die Monetarisierung ist freischaltbar. Und schon ging's los. Natürlich hat Rainer dann sofort seine Videos monetarisiert. Aber sowas von. Ja. Ganz merkwürdig, aber es war so. Und deswegen ist es auch so. Ich habe das von damals noch im Kopf, weil ich mich damals noch überrascht habe, weil ich erst gedacht habe, was? Ich bin Partner, wie kann ich Partner? Oder ich kann Partner werden, das geht doch gar nicht eigentlich. Genau so war es nämlich damals. Hm. Ich habe das ja alles mitgemacht aus erster Hand. Sehr gut. Würdest du denn mit irgendeinem YouTuber zusammen Minecraft machen, wenn er auf dich zukommt? Ich gebe vielleicht das eine oder andere Video mal, aber ich würde nie auf Minecraft umsteigen, weil ich mag zwar Minecraft und so weiter, aber ich bin eher so der Survival-Typ. Also ich renne eigentlich eher durch und mache Survival-Game. Also nicht Survival-Game im Ding, sondern ich laufe halt einfach im Überlebensmodus quasi. Nein, du läufst im absoluten niedrigsten Schwierigkeitsmodus durch die Spiele. Rum, baue ein Haus und solche Sachen. Also kannst du auch mal Bad Wars. Kannst du auch mal Bad Wars oder so spielen, aber alles darüber hinaus ist nicht so mein Fall. Boah, Beste, das würde ich mir reinziehen. Mein Vlog-Kanal ist mein Hauptkanal und es gibt keine Vlogs mehr. Wird demnächst oder irgendwann dann wieder Vlogs geben. Und zwar sogar ziemlich viele. Mein Vlog-Kanal ist mein Hauptkanal. Und auf dem komme ich keine Videos mehr. Zumindest im Moment nicht. Und so wie das im April gelaufen ist, wird es auch definitiv keine... Videos auf dem Hauptkanal mehr geben. Das sehe ich nochmal ein. Beim Ansatz. Ich mache auch keinen anderen Kanal. Ich habe zwei Kanäle und die reichen. Ich bin von drei Kanäle auf zwei Kanäle umgestiegen, weil drei Kanäle einfach zu umständlich sind zu führen. Ich bin schon mit zwei Kanälen kaum zurechtgekommen. Du musst Gaming aufnehmen, du musst Gaming hochladen, du musst streamen und so weiter. Du musst für den Hauptkanal ein Video aufnehmen, musst das Rendern hochladen, du musst es bearbeiten, du musst schneiden und was weiß ich. Mensch, das klingt ja fast nach Arbeit, Rainer. Das klingt ja fast so, als müsstest du wirklich was tun. Aber passiert natürlich nicht. Mensch, du sitzt da 24/7 in deiner Schanze, ne? Und redest davon, dass du Videospiele spielst, davon ein Video aufnimmst und das dann auf YouTube hochlädst. Das ist doch keine Arbeit. Also nicht so, wie du es betreibst. Es gibt einige erfolgreiche YouTuber, ne, die sehr gute Gaming-Videos produzieren. Ne? Aber da steckt wirklich Arbeit drin. Bei dir? Nein. Das ist keine Arbeit. Haut einfach nicht hin auf Dauer. Das ist einfach auf Dauer nicht machbar. Das ist nicht praktikabel. Nein, da kommt ein oder zwei Videos die Woche, aber fast jeder Kanal oder fast jeder YouTuber, der zwei oder drei Kanäle geführt hat, hat nach und nach immer weniger auf dem einen oder anderen gemacht. Schau mal Apple War an. Apple War, der Chan ist das beste Beispiel. Er hat Chan, er hat die Marys, er hat Manga Mania gehabt. Die haben Apple War zusammen gehabt.
Der hat Manga Mania, hat er glaube ich irgendwann, oder Chan und so, sein Hauptkanal hat er irgendwann gelöscht. Ja, weil das gefloppt ist. Dann hat er Manga Mania, glaube ich, mittlerweile auch zugemacht. Jetzt mittlerweile macht Apple War so gut wie nichts mehr, soweit ich weiß. Unge ist genau dasselbe Beispiel. Unge hat 3 Kanäle gehabt. Anfangs hat er 2 Kanäle gehabt. Ungespielt und ungefilmt. Dann hat er nur noch Unge gehabt. Und letzten Endes hat er dann, glaube ich, nur noch ungefilmt gehabt, weil er gesagt hat, als er wieder den verwenden konnte, hat er gesagt, nee, er hat keinen Bock mehr auf ungefilmt und ungespielt. Ungespielt ist der Hauptkanal geblieben, glaube ich, weil es der erste Account war. Irgendwie sowas. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft darauf hinaus, dass sogar er gesagt hat, und das, obwohl er eigentlich so gut organisiert war und fast auf jedem Kanal irgendwie 1-2 Videos am Tag kamen, trotzdem hat er letzten Endes gesagt, er macht nur noch einen Kanal, weil es einfach zu umständlich ist. Und das ist früher. Ich glaube ja, das liegt einfach daran, dass man mit einem Kanal, also wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann wird man halt alle Kanäle zusammenlegen, um quasi alle auch erreichen zu können, die einen kennen. Warum sollte ich dann auf irgendeinem kleinen Rumpelkanal, den es noch gibt, ein Video hochladen, was die anderen, ne, oder ein kleiner Rumpelkanal, wo dann irgendwie so nur 1000 Abonnenten drauf sind und auf meinem Hauptkanal habe ich 10.000 Abonnenten, weil ich das Ding noch eigentlich auch auf meinem Hauptkanal hochladen kann, wo es dann die 10.000 eventuell sehen. Nicht alle, aber dann halt so einige, die da mal reinklicken. Ist mir aber auch egal, ich will hier sowieso kein Geld mit verdienen, aber so kann ich es mir vorstellen. Wäre da bei jedem Kanal gelaufen. Kasse, Unge. Uiuiui. Der heißt auch irgendwie Drachenvlog oder so. Ist das eigentlich ein Hate-Kanal? Das ist ein Hater-Kanal. Drachenvlog war mein Kanal ursprünglich, aber die Hater haben sich den Kanal gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich den mittlerweile schon gemeldet habe, aber die haben Hater-Kanal, den kannst du dir abonnieren. Ja, sogar ja, einige Videos Abonnenten, hochgeladen, die du gelöscht hast. Echt krass. Ja, da waren auch wirklich Videos. Ja, und er hat keinerlei Rechte darauf und er hat auch nichts, meine Videos hochzuladen. Wenn ich ein Video lösche, dann hat es eigentlich gelöscht zu sein. Ja, aber du kannst es ja monetarisieren lassen von deinem Netzwerk, ne? Dann machst du ja noch Geld. Kann ich, aber ich kann es auch löschen lassen und das ist die bevorzugte Variante momentan. Ich werde den Kanal noch striken lassen und dann ist er weg. Weil das so gerade habe ich meine Ruhe. Gemeldet hast. Schon. Ja? Wenn ich einen 3 Strikes verpasst habe, wird er gelöscht. Und willst du alle Videos melden, die jetzt von dir archiviert wurden auf YouTube? Brauche ich gar nicht. Ja, das braucht bloß eine bestimmte. Das würde schon gehen. Du hast ja die Kanäle gelöscht, wo die Videos drauf waren, also hast du ja gar nicht. Das eine spielt mit dem anderen keine Rolle. Ich brauche die Videos nicht auf YouTube haben, damit ich sie löschen kann. Reicht, wenn sie mir auf meinem Kanal hochgeladen waren. Sind halt davon abgesehen. Dabei, die haben über 20.000 Abos. Ja, und das sind die Kanäle, die ich mir demnächst mal alle vorknöpfen werde und striken lassen werde und dann sind sie weg. Tut dann richtig weh. Klar. Das tut denen richtig weh, Rainer. So ein Kanal ist ja nicht wieder schnell erstellt. Deswegen habe ich so lange gewartet, bis wir mal eine kleine Anzahl an Leuten haben. Und dann werde ich mal anfangen, demnächst die Videos zu melden und dann sind sie weg. Weil die letzten Endes nichts dagegen machen können. Weil es ist letzten Endes mein Video, was sie da machen. Und das ist illegal, was sie da tun. Abgesehen davon, wenn ich demnächst mal schaue, dass ich da ein paar von denen verklage, und dann könnte ich die sogar verklagen auf Urheberrecht und was ist ihr alles. Was meinten ihr? Ich könnte da echt Kohle mitmachen auch tatsächlich, weil ich kriege ja da recht, weil es ist Urheberrechtsverletzung, was die machen. Klar, Rainer. Will ich sehen, wie du die anklickst. Die laden meine Videos anklagst. Hoch und was weiß ich alles. Das ist strafbar. Da könnten ein paar von denen könnten nicht nur hohe Geldstrafen zahlen müssen, sondern sogar im Knast landen tatsächlich. Mindestens 5 Jahre. Ehrlich gesagt gehabt. Aber wenn du nicht in den Knast wanderst, Rainer, für Pfefferspray-Attacken, Steinwurf, Körperverletzung und was weiß ich nicht noch alles, ne? Ja,
Warum sollte man dann überhaupt noch irgendwelche Gesetze befolgen? Brauche ich gar nicht. Es reicht, wenn ich da in meinen Videos ich immer zu sehen bin. In diesem Video nicht. Naja, als Bild, als pixelreiner, aber sonst nur von hinten einmal unten da. Nein, YouTube weiß nicht, wie ich aussehe. Ich habe nur zwei Kanäle, auf denen ich sowohl Facecam als auch Videos habe, wo ich drauf zu sehen bin. Meine Kanäle existieren, mein Hauptkanal, was? Nein. Vergiss eine Sache. Mein Hauptkanal ist verifiziert mit Personalausweis, allem drum und dran. Und, das ist jetzt der Hauptpunkt, und mein Kanal existiert seit 2011. Und ich habe halt auch nachweisbar seit einer Ewigkeit und lange vor denen meine Videos gemacht. Weißt du? Morgen. Von daher haben die da keine Rechte und keine Möglichkeiten. Die haben da keine Chance gegen. Mein Kanal ist schon ewig verifiziert mit meinem Perso. Selbst wenn die irgendwie durch den geklauten Perso was versuchen da zu machen, kommen da keinen Schritt weiter, weil mein Kanal schon lange vorher verifiziert wurde. Ich bin über Google verifiziert. Ich habe eine Nachricht von Google bekommen und so weiter und so fort. Glückwunsch, Rainer. Glückwunsch. Ich arbeite momentan immer noch dran. Ich will demnächst einen Ding endlich machen. Wie heißt's? Mhm. Eine Rechtsschutzversicherung. Und wenn ich die endlich habe und wenn das alles abgeschlossen ist und funktioniert und wenn ich da die ersten paar Dinger, du brauchst gar nicht lachen. Sorry, Rainer. Sorry, dass ich lache, aber das wird eh nicht passieren. Und ich dachte, du hast doch hier deinen Onkel Alfred. Der ist doch Anwalt oder Großcousin? Weiß gar nicht mehr. Du würdest mit den Ohren schlackern, wie dumm die dann aus der Wäsche schauen, weil hinterher könnte es sogar passieren, dass ich da ein paar tausend, wenn nicht ein paar hunderttausend Euro insgesamt bekomme von den. Ach, Millionen. Millionen, Reinalle. Wegen diesen Rumpelvideos, die du da hochlädst. Klar. Hunderttausende Euros. Die ganzen Videos, was die mittlerweile gemacht haben. Da gibt's. Es gibt eine ungefähre Richtlinie, nach der man sich richten kann. Wobei es geht ja nicht um das Video, sondern um die Länge des Videos. So länger man mich im Video sieht, umso höher wird die Geldstrafe. Und umso mehr Videos es sind, umso höher wird die Geldstrafe. Interessant. Also ganz im Ernst, kann echt, echt, echt böse ausgehen. Ja, das wird teuer. Und das Schöne ist, ab einer bestimmten Geldstrafe wird es einfach zu hoch, dann können die das nicht mehr bezahlen, dann werde ich anders bezahlt und die landen im Knast. Wie wirst du denn anders bezahlt? In Naturalien? Oder was? Müssen die dann Essen spenden? Oder wie? Oder müssen die für dich arbeiten? Stille. 15 Euro? Das ist eine Rechtsschutzversicherung. Die leisten nicht all das, sondern ich bin rechtsschutzversichert. Das heißt, wenn ich jemanden verklage, greift diese Versicherung. Und die hat, ich weiß nicht, 15 oder 30 Euro im Monat kostet die. Die ist nicht so teuer. Ja, bestimmt, rein. Ja, ich muss mich aber da nochmal genau mit befassen. Ich habe da noch einen Wisch da, den muss ich mal lesen. Da muss ich zu meinem Versicherungsfuzzi und das endlich mal klären. Aber für 15 Euro behalte ich lieber Netflix. Wie auch immer. Auf jeden Fall werden die letzten Endes trotzdem verlieren. Wir haben nie eine Chance. Die ganzen Songs wegmelden, die sind, du weißt schon, niemals Knien und Demut zeigen. Ja. Also hab ich jemals gekniet, mein Lieber? Nee. Jemals? Warum sagst du es dann? Ich habe gesagt, niemals knien und Demo zeigen. Machst du doch auch nicht. Ja. Ja, Rainer. War doch nur eine Aussage. Oder? Wo ist das Problem? Warum fühlst du dich jetzt so angegriffen? Das klang irgendwie so sarkastisch. Nee, sorry. Wie auch immer.
Asgar, die hatten nie eine Chance, die werden auch nie eine Chance haben, weil letzten Endes bin nicht ich derjenige, der gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Nein, du bist und warst nie derjenige, der irgendwelche Leute angreift, irgendwelche Leute beleidigt, provoziert. Du bist nicht derjenige, Rainer. Es sind immer die anderen. Ich habe nie irgendjemandem wirklich was getan. Nö. Doch. Deine Aussagen? Überall deine Provokationen? Ach, ich wiederhole mich schon wieder. Ich habe nie irgendwelche Gesetze gebrochen. Doch, hast du. Öfter. Du hast zum Beispiel die öffentliche Straße einfach im Internet gefilmt. Ne? Datenschutz. Nur mal so. Dann hast du Leute attackiert. Körperlich und verbal. Hast du die Leute attackiert? Ehrverletzung, Rufmord. Na? Ja, und noch einiges mehr. Und wenn doch, habe ich meine Strafen auch bekommen. Das war eigentlich nur einmal der Fall. Und letzten Endes, ich halt derjenige, der trotzdem am längeren Hebel sitzt. Nee, Rainer. Du sitzt ganz bestimmt nicht am längeren Hebel. Und, ja, Spoiler, du wirst dein Haus und Hof verlieren. Letzten Endes bin ich derjenige, der, auch wenn es sich jetzt scheiße anhört, das Opfer ist. Nein. Täter und teilweise, ja, gebe ich dir ein bisschen recht, bist du ein Opfer. Ne? Was manche Leute da treiben, kann man dich zum Teil als Opfer sehen, aber alles Aktion, Reaktion. Da habe ich jemanden eine Fensterscheibe eingeschlagen, wobei ich nach wie vor der Meinung bin und auch Aussage auch vor Gericht getroffen habe, dass ich eigentlich nur aus Reflex reagiert habe. Also der hat mich über den Haufen fahren wollen, ich bin weggesprungen, habe einen Stab in der Hand. Nein. Nein. Bei aufgelauert und zugeschlagen, Rainer, ne? Hast du dich versteckt? Das Auto ist vorbeigefahren, du bist rausgesprungen und hast auf dieses Auto eingeschlagen. Du wolltest es nur markieren, mit deinen eigenen Worten. Du wolltest dieses Auto markieren, um es später den Beamten melden zu können. Da ist nichts mit, die wollten dich überfahren. Du warst der Aggressor und der Angreifer in diesem Falle. Hand gehabt und habe einfach zugeschlagen, wobei ich eigentlich gegen die Autotür unten gehaut habe und anscheinend abgerutscht bin und gegen die Scheibe gehaut bin. Das Problem ist, dass die anscheinend am Auto selber keine Delle oder sonst was haben. Wie auch immer. Letzten Endes habe ich da eine Strafe für bekommen und die habe ich entrichtet und damit hat sich die Sache erledigt. Ja. So funktioniert ja auch das Rechtssystem. Jetzt ist Recht gesprochen worden. Gut. Kann ich mitleben, dass du das aber wie immer völlig verwirrt darstellst, ne? Als wärst du das Opfer gewesen. Du musstest dich ja retten. Du musstest ja zur Seite springen. Aber im selben Moment kannst du dann natürlich die Scheibe einschlagen, während du wegspringst. Ja, merk dir selber. Da ist aber auch schon wieder die Sache, dass ich letzten Endes auch drüber nachgedacht hätte. Eigentlich hätte ich gleich vor Gericht das aussagen, sondern wäre meine Strafe vielleicht, wenn überhaupt, geringer ausgefallen. Denn die hatten ja anscheinend anderen Hatern auch Bescheid gegeben und die hatten ja auch gesagt, dass sie mich eigentlich gar nicht gekannt hatten. Also der eine kannte mich angeblich gar nicht. Oh, dass diese Leute immer sagen müssen, dass sie ihn nicht kennen. Meine Güte, sagt doch, warum ihr da seid. Als wenn die Leute das nicht wissen, dass ihr Rainerle besucht. Ne? Ja, also natürlich müsst ihr euch nicht selbst belasten, aber kommt schon. Und das sind eigentlich gar keine Hater, das sind Fans, die sind mitten in der Nacht hierher gekommen, haben einen Umweg gefahren und so weiter und so fort, haben sie vor Gericht ausgesagt. Letzten Endes hätte ich eigentlich nur sagen sollen, okay, und wer ist das denn im Publikum? Das sind auch Hater, die haben mich schon gefilmt, als ich reingekommen bin. Die schon ein paar Argumente machen müssen und dann
wäre das, wenn überhaupt, eine Strafe sowieso anders ausgefallen, aber sei's drum. Nee, die durften nicht innerhalb des Gebäudes filmen, aber da waren ja welche, das ist auf Flachschon und so weiter verbreitet worden. Und die Pointe ist, dass die mir sogar noch hinterhergefahren sind und mich sogar noch belästigt haben danach tatsächlich. Ja, die von Flachschon sind ja eh Stalker. Ach, also, die sind nachts auftauchen, das geht gar nicht, finde ich. Die sind weit mehr als nur Stalker. Das sind einfach nur kranke Bastarde, die einfach eingesperrt können und nie wieder rausgelassen. Vor allem nett. Der Empathielord ist wieder da. Der Weltverbesserungslord, der ja relativ ganz zu Anfang mal gesagt hat, er möchte, dass diese Welt ein besserer Ort wird und er ist derjenige, der anfangen wird, ne? Ja, genau, Rainer. Wahrscheinlich mit sich selber das unzufrieden. Ist ja der Besitzer. Die sind besessen von dir. Ach was, Schnappi ist der Marius Labus? Ich weiß nicht. Klärt mich mal einer auf, worum geht's. Wisst ihr, was die Pointe ist? Na. Der Besitzer und Inhaber von Lachschon, ne? Wisst ihr, wer das ist? Hm? Sagt euch die Seite 3D Subli was? Nee. Nee, ehrlich gesagt nicht, nein. Ist auch so eine Shirt-Webseite. Ach, 3D Supply meinst du, ja. Oder 3D Supply, sorry, ja. Ich sag mal Subli dazu, Moment. Mhm. Der Typ, dem Lach schon gehört, heißt Marius Labus. So, und jetzt wartet mal kurz. Ja, was willst du mir damit sagen, Rainer? Ja, das ist die Sache. Angeblich verstößt die Webseite gegen keine Urheberrechte. Oder gegen keine Dinge. So, jetzt passt mal auf. Ich schicke euch mal einen Link. Macht den mal auf und schaut mal auf den Besitzer dieser Webseite. Wartet mal. Hat die Drecksau. Nee, doch, da steht das. Da ist ein ganzer Text und dann steht da 3D Supply GmbH und Co. Blablabla. Und ganz am Ende von diesem längeren Satz, bevor die Adresse da steht, steht Marius Labus. Wie habe ich gesagt, heißt der Typ, dem Lach schon gehört? Marius Labs steht hier. Oder Labs, wie auch immer. Ich sage immer Labus. Ja, ist genau die gleiche Person. Wenn wir mal ins Impressum von Lach schon schauen. Die habe ich jetzt nicht eingespeichert. Ich schaue jetzt auch nicht nach. Hat dir das ich gebe denen einen Klick. Brauchst du bloß ins Impressum schauen. Du bist in Deutschland verpflichtet. Du musst dich im Web ausweisen. Impressumspflicht, ja. Es ist Impressumspflicht. Genau genommen hättest du sogar auf YouTube die Pflicht, in die Videobeschreibung, in die Kanalinfo deine Adresse reinzuschreiben. Machst du ja auch, Rainer, ne? Genau das tust du ja dann auch irgendwann. Beziehungsweise hast du dann getan. Wer ist dann auch verpflichtet dazu? Aber es muss nicht die eigene Adresse sein. Es kann auch eine Geschäftsadresse sein. Hast du eine Ahnung, wie groß die Seite ist? Wie groß die Reichweite ist? Wie groß die Ding ist? Schau mal kurz drauf auf der Webseite, ja, wenn ihr die noch offen habt. Schaut mal drauf unter YouTube-Partner. Klickt mal da drauf und schaut mal, wer da alles Partner ist. Alter Schwede. Naja, das Problem ist weniger, dass du recht bekommst oder nicht. Das Problem ist mehr, dass du dir einen Anwalt leisten kannst, der dich raushaut, wenn du willst. Alles, das deutsche Rechtssystem ist komplett abgefuckt. Da hat er nicht ganz Unrecht. Nach der Verhandlung von Reinele zweifle ich tatsächlich auch ein bisschen an dem deutschen Rechtssystem. Wenn man einfach in der Bewährungszeit 11 Straftaten begehen kann, ohne Konsequenzen. Das ist schwer nachzuvollziehen.
Nein, hier sind Leute drin wie German Let's Play ist hier dabei. Das Andy ist dabei. Bomme HD, da ist eigentlich fast alles dabei, weißt du? Da gehören die. Hä? Unge gehört auch dazu, ja, ich weiß. Krass. Ja, ich weiß. Schön. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Das müsste ich ausprobieren. Gesundheit. Broken Thumbs ist mit dabei. Gibt's die noch? Die eine Sache ist, ich weiß nicht ganz, wie genau die das so hinferkeln, weil irgendwie, jetzt wo ich gerade so, ich überfliege das jetzt gerade mal und ich denke jetzt gerade mal so nach, vor allem weil du gerade Unge gesagt hast. Soweit ich weiß, hat German Let's Play und Unge ihre eigene Webseite, wo sie ihre Shirts verscheuern. Das läuft aber nicht über 3D Subli, soweit ich weiß. Das gleiche gilt für. Moment, wo habe ich es denn jetzt gesehen? Für John Kim, glaube ich, gilt das auch. Für Julian Bam gilt das auch, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob der hier dabei ist. Worauf willst du eigentlich hinaus, liebes Reinerle? Dass dieser Mensch neben der Plattform Lachschon auch noch einen erfolgreichen Shop besitzt? Ich verstehe nicht ganz, was du jetzt möchtest. Mal kurz eben. Julian Bam ist schon Next Level Shit auf YouTube. Ja, das auf jeden Fall, ey. Ja. Also, Paluten könnte ich mir auch vorstellen. Größere YouTuber, aber bei Julian Bam, da muss man neidlos anerkennen, dass der, zumindest was Deutschland angeht, der professionellste ist. Es ist genauso wie mit der Cold Mirror. Cold Mirror ist im Prinzip ja, mittlerweile, für mich, lesen, warte. Ich noch nicht mal Internet, ne? Also, ja, pass auf, genau bei mir auch. Also, pass auf, für mich ist es eigentlich so: Cutty ist die Königin und Julian Bam ist mittlerweile echt der König. Ganz ehrlich. Ich bin echt ein YouTube-Noob, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Also Julian Bam kenne ich gar nicht. Also ja, den Namen kenne ich, aber die Videos gucke ich mir nicht an. Schaffe ich nicht. Ist echt so. Jo, Kadi, wenn die ihre Videos monetarisieren würde, die wird ihr Leben lang davon verdienen können. Locker. Auf jeden genau Fall. Auch, der wird immer seine, sagen wir mal, 200.000 Klicks fahren. Bestens. Der 200.000 ist ein Scherz. Ne, ich meine, wenn es mal runtergeht, also mindestens, habe ich ja gesagt. Ja, aber 200.000? Ich habe schon auf meinem Gaming-Kanal 200.000 plus. Nee, nicht im Monat, pro Video meine ich. Ach so. Ja, im Monat wäre ja. Tommy hat auf jeden Fall seinen eigenen, das weiß ich, weil den kenne ich. Ich bin bei diesen YouTube-Talks, bin ich komplett raus, muss ich gestehen. Ich war nie der große YouTube-Mensch, der sich hier die, Julian Bam und was weiß ich, wie sie... Meine Güte, sorry. War nie der große YouTube-Mensch, der sich da irgendwelche Julian Bams angeschaut hat oder Unge oder Gronkh, hat mich eigentlich nie interessiert. Vincent Lee auch. Also ganz ehrlich, da ich weiß nicht, ob da irgendwas stimmt, da glaube ich nicht ganz. Wäre sogar gut möglich, dass die das bloß so nice schreiben, um halt noch mehr Kohle zu machen. Ganz so leicht ist das leider nicht. Aber was du machen könntest, wäre dir mal Reflinks einrichten, hier für Amazon oder so. Was ich mal machen könnte, wäre, was könnte ich machen? Diese Reflinks für Amazon, womit man einen Teil verdient, das kann mittlerweile jeder, der eine soziale Person im Internet ist. Hab ich doch. Echt? Nur ganz gemein. Wo hast denn du Hauptkanal da? Hab ich das.
Auf dem Hauptkanal habe ich meinen. Auf meinem Hauptkanal habe ich meine Videokamera drinnen, meine Videokamera, mit der ich Videos aufnehme. Ich habe meine Vlogkamera drinnen. Ich glaube noch ein Programm oder so, was ich benutze. Da hatte ich mal zumindest eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das noch immer noch drin ist. Nee, leider nicht. Ach, aua, mein Bauch. Ah, Strich. Waren noch nicht so viele, lieber Rainer, ne? Zwei habe ich tatsächlich bis jetzt. Einen habe ich dir, ja, geschenkt. Darf nicht mal gähnen, ey. Was sagt dein Arzt eigentlich dazu? Wo fehlt eine 1? Hä? Wo fehlt eine 1? Ach so. Nee, automatischen Tweet nicht. Einen Tweet, wenn ich bei Twitter ist es so, dass ich den Tweet automatisch posten muss. Das gleiche gilt auch bei Twitch. Das gilt auch für Hitbox. Bei YouNow war es so, dass es automatisch getweetet hat, wenn ich gestaltet habe, aber das musste man auch einstellen. Habe ich auch nicht. Nein, nicht soweit ich weiß. Aber es gibt bestimmte Möglichkeiten. Da müsste ich allerdings mal Ace oder die anderen fragen. Ob das geht. Mach mal. Aber ich poste das normalerweise sowieso. Geh ins Bett, Rainer. Geh ins Bett. Und zum Arzt. Ganz wichtig. Geh zum Arzt, verdammt. Wenn ich das poste, kann es gut sein, dass das mal ein paar Minuten dauert, bis ich online komme. Aber im Normalfall komme ich dann immer online. Deswegen mache ich das ja. Oder ich schreibe in meinem Tweet gleich dazu, wann es losgeht. Das gibt's auch. ApoRed ist auch hier, aber ApoRed hat doch auch seine eigene Seite, oder? Doch, heute habe ich es gepostet. Ich glaube auch. Eigentlich schon. Bisschen schade, dass er da eine Stimme rausgecuttet hat. Mich schon interessieren, was die Fragen sind teilweise. Warte mal, ich schau mal schnell nach. Aber eigentlich habe ich es gepostet. Könnt mal Commander Krieger anschreiben, mit dem reden. Aber bei Tanzverbot läuft richtig. Der hat im letzten Monat ungefähr genauso viel Geld gemacht wie Alblali. Ja. Ja. Nicht schlecht für Videos, bei denen man kein Talent oder Aufwand braucht. Talent ist hier subjektiv, ne? Ja. Oh, Rainer. Polarisiert halt nur. Talent hat er nicht wirklich. So wie er seine Videos macht, hat schon Talent dazu. Nur ja, musst du nämlich auch richtig kriegen. Er sagt halt redet nicht vom ich. Und was er gerade ja, macht. Also das kann jeder. Aber nicht ganz. Also er hat es schon clever angestellt mit seinem Kanal. So ein Anti-YouTuber, weil er halt gegen den Mainstream schießt und die meisten fuckt halt ab, wie die Mainstream-YouTuber ihren ganzen Kack machen und deswegen feiern. Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Große Titel, ekelhafte Thumbnails und jeder macht dasselbe. Jedes Video sieht einfach gleich aus. Ja, ich hab's postet hier. Ein episches Spiel, mein Twitch-Account. Genau. Toll. Ganz toll. Hast du mir jetzt einen Schreck eingejagt? Ich hab gedacht, das ist nicht gegangen. Ist doch egal. 56.700. Ich hab das heute noch nicht gerafft und ich werde es vermutlich nie raffen, dass mir so viele Leute verfolgen, so viele Leute mir zuschauen. Sei es im Stream oder sei es auf YouTube, ey. Scheiß. Ja, manchmal verstehe ich es auch nicht. Aber du bist halt lebende Freakshow. Ne, ist wie ein Autounfall. Wo man nicht wegschauen kann. Irgendwie. Ich möchte ja auch sehen, was du als nächstes Dummes machst. Ne? Und da kommt ja auch so viel dummes Zeug. Ist unglaublich. Also, man sieht dich und man versteht nicht,
wie du so werden kannst. Beziehungsweise man verfolgt es dann halt. Und dann schüttelt man eigentlich immer nur ständig den Kopf über dich. Die Abos auf Twitch wahrscheinlich nein. Ja, auf YouNow. Auf Twitter meine ich, Entschuldigung. Aber auf YouTube habe ich eher das Gefühl, dass mich weniger abonnieren, als sie mich schauen. Weil ich habe da, weiß nicht, 50.000 irgendwas. 50.000 irgendwas oder was auf meinem Hauptkanal. Und das ist doch völlig normal. Aber über 200.000 bis 300.000 Aufrufe teilweise. Also teilweise ist Quatsch. Ich habe da teilweise 10 bis, also 50 bis 100.000 auf jeden Fall Aufrufe. Ja. Ist doch völlig wurscht, Reinhard. Und wie viele von diesen Leuten schauen sich deine Videos dann auch wirklich an? Also so im Schnitt 70.000 oder so. Mhm. Das ist dann auf meinem Hauptkanal. Auf dem Gaming-Kanal habe ich einen Schnitt von, mal kurz, ich überfliege das mal. Mensch, dafür, dass du das nur als Hobby machst, ne, sind dir diese Klickzahlen aber auch wirklich wichtig irgendwie, oder? Schatz, gibst du mir mal ein Handy, bitte? Ungefähr 70 bis 80.000 kannst du zählen, weil es sind nämlich die Aufrufe, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, als ich noch aktiv war. Danke. Also mal sehen. Das kann ich nicht zählen, das ist für morgen das Video. Ja. Zwischen 1000 und 1300 habe ich auch. Oh. Tatsächlich. Das freut da mich für dich. 1200, da habe ich mal 1500, da mal 1900. Da sind es mal bis 500. Also kommt schon recht viel zusammen eigentlich tatsächlich. Mhm. Ja, ja. 11.000 ungefähr. 11.358 ganz genau sogar. Laut Social Blade verdienst du da im Monat bis zu 700 Euro, stimmt das ungefähr? Glaub bloß nicht den Scheiß, was auf Social Blade steht, das habe ich schon mal gesagt. Ja, aber die Spanne ist immer relativ groß auf Social Blade, dann steht da teilweise 10 bis 1000 Euro oder so. Also ja, ich habe jetzt im letzten Monat 2000 Aufrufe gemacht. Und der Batzer quetscht der, also knapp 2000. Ich habe knapp 200, 3000 Aufrufe gemacht im letzten Monat. Mhm. Das ist doch toll. Auf dem Gaming-Kanal, auf dem Hauptkanal hat die Sache anders ausgesehen. Da hatte ich ungefähr 100, da hatte ich ungefähr 150% der Leute, die mich abonniert haben, haben meine Videos geschaut. Also. Würdest du echt sagen? Ich habe teilweise immer noch 500.000 Aufrufe im Monat, obwohl ich gar nichts mache. Ja, aber daran verdienst du doch nichts mit dem Hauptkanal, oder? Ich verdiene ja an jedem Klick Geld. Aber nicht mit dem Hauptkanal, oder? Laut Social Blade ist der nicht monetarisiert. Social Blade labert einen Haufen Bullshit, wenn der Tag lang ist. Stimmt doch gar nicht. Sind wieder ein paar doch gar nicht. Gesehen. Du hast wieder ein paar freigeschalten. Mhm. Alle meine Videos sind monetarisiert. Natürlich sind sie das, als wenn jemand irgendwie nicht glauben könnte, dass Reinhard nicht alle Videos monetarisiert. Ne? Und da ein Video, was keine Werbung zulässt oder halt was von Fremden monetarisiert wurde wegen Musik oder so. Aber meine Videos sind nach wie vor monetarisiert auf dem Hauptkanal. Und ich habe auf dem Hauptkanal derzeit, ja okay, jetzt sind die Aufrufe zurückgegangen. Ich habe im Moment knapp 200.000 Aufrufe. Ist in letzten 28 Tagen. Ist egal. Interessiert kein Mensch. Meine Güte, Rainer.
Theoretisch gesehen würde ich heute ein Video hochladen. Würden die Aufrufe vermutlich innerhalb der nächsten 2 Tage auf über 100.000 ansteigen. Garantiert. Ja, das liegt dann auch beim Hauptkanal daran, dass es nicht nur die Abonnenten, also Fans gucken, sondern halt hauptsächlich die Hater. Und die abonnieren ja unbedingt. Ah. Liebe Hater-Kollegen, schaut nicht beim Drachenlord, schaut bei den guten Restreamern Inge, Ranger oder Spiegellord, Influencer, der kein Mensch mehr ist und so weiter und so weiter. Ihr habt es ja gehört, jeder Klick bringt ihm Geld. Sowieso nichts. Meinst, wollen wir es nicht infiltriert haben? Weil ich die da eben nicht anspreche und weil ich dann nicht über die rede und sie so mit kaum bis keinen Halt finden. Ja, es pass ist auf. Eher uninteressant, so ein Zockvideo für die Hater kann ich mir schon vorstellen. Pass auf, Hater wollen Beachtung finden. Deswegen sind es Hater. Die freuen sich drüber, wenn man sich über sie aufregt. Mhm. Die freuen sich drüber, wenn man ja failt und dann sich drüber aufregt. Sie freuen sich einfach über jede Art von Schmerz des anderen. Ja, das ist zum Teil tatsächlich richtig, Reinerle. Wenn es dir schlecht geht, geht es mir eigentlich relativ gut. Das kann man so sagen, das stimmt. Aber ich brauche deine Aufmerksamkeit eigentlich nicht. Nee. Ich möchte nur sehen, wie du versagst. Und ich möchte, also nicht, ich möchte sehen, wie deine Faulheit Früchte trägt. Ne? Deine Arroganz und deine widerliche Art. Denn ich finde nicht, dass so etwas honoriert werden darf. Des Weiteren hoffe ich, dass du demnächst endlich für das zur Rechenschaft gezogen wirst, was du auch an Taten begangen hast. Ne? Du kannst nicht einfach andere Menschen angreifen, willkürlich, und verletzen. Das sollte man nicht dürfen. Schauen wir mal, was noch daraus kommt. Das ist die mehr oder weniger Existenzberechtigung der Hater. Hm. Und ja. Auf meinem Hauptkanal habe ich ihnen genau das geliefert. Da ich das aber auf meinem Gaming-Kanal kaum bis überhaupt nicht mache, interessieren sie sich für den Kanal immer weniger. Mehrheit, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, oder ich weiß noch nicht, wer von euch Hater sind. Bestimmt. Alle. Reinerle, alle. Und deswegen wirst du auch demnächst oder irgendwann wieder deinen Hauptkanal reaktivieren und auch ganz viele Reaktionen und Videos auf Hater machen. Weil das bringt dir tatsächlich am meisten Klicks. Dann ist der eine oder andere Hater dabei. Doch bestimmt auch in unser ganzes Gespräch hier. Aber ein guter Teil von den Hatern auf meinem Gaming-Kanal kommt hin und schreibt eigentlich Folgendes. Du bist ein extrem beschissener Spieler, du kannst nicht gamen, du bist schlecht, du bist schwach, kommst nicht voran, obwohl ich eigentlich in einem... Das Geilste war, ich bin in einem Run durchgerusht, hab keinen Schaden genommen, hab alles niedergemetzelt innerhalb von Sekunden, bin einfach durchgerannt. Von den Hatern kommt, du bist ein unterirdisch schlechter Gamer. Das ist einfach, weil sie mich triggern wollen. Du bist ein unterirdisch schlechter Gamer, Rainer. Du spielst immer auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Ne? Und selbst da versagst du teilweise. Was heißt Triggern eigentlich? Ich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Triggern ist auslösen, dass man irgendwas sagt, was Drache dann zur Weißglut bringt. Richtig. Mhm. Das ist teilweise auch ziemlich einfach. Ich spreche auch an, dass wir die Re-Uploads gucken. Statt deinem Kanal. Das ist auch noch so eine Sache. Theoretisch gesehen könnte ich sie sogar für die Gaming-Sachen, die sie mir klauen, melden. Mach doch.
Weil es sind auch meine Videos. Bitte? Stimmt aber auch nicht. Stimmt Hälfte aber auch nicht für alle. Stimmt auch nicht von allen. Nee, sind alle monetarisiert, aber nur die Hälfte ungefähr ist von Nintendo monetarisiert, der Rest von mir. Ja, sag ich ja. Ach so, gut. Ja, wir haben wieder eine Stunde geschafft. 4 Stunden, 33 Minuten, 59 Sekunden. Es geht voran, liebe Leute, es geht voran. Wir kommen der Hälfte immer näher. Ja. Vielen lieben Dank, wer sich das mit mir bis hierher angeschaut hat. Teil 4 ist damit zu Ende. Weiter geht es dann irgendwann mit Teil 5. Ne? Mal sehen, ob wir die ganzen 12 Stunden tatsächlich schaffen werden. Oder ob ich nicht irgendwann einfach nur noch verrückt werde. Ne? Gut. Erstmal. Ich wünsche euch alles Gute, ihr Lieben. Medal of Honor.